Aloha, Servus und Moin Moin ihr Lieben, ich bin's Younes, euer EWE Smartgeber. Dieses Jahr waren wir Smartgeber auf der Ideenexpo in Hannover unterwegs und haben uns zum Thema Ausbildung bei EWE schlau gemacht. Was ehemalige Azubis, aktuelle Azubis und deren Ausbilder so zu berichten haben, das seht ihr jetzt. Einer der zentralen Gründe ist, glaube ich, der hohe Grad der individuellen Betreuung. Das heißt also, wir versuchen wirklich auch die Auszubildenden besser zu machen, individuell zu fördern, auch durch Seminare, Veranstaltungen, auch durch Einsätze hier auf der Messe, wo die natürlich dann auch aktiv auf Leute zugehen. Und ich denke, wir haben wirklich ein gutes Paket geschnürt und haben sowohl kaufmännische als auch technische Berufe und da ist eigentlich für jeden was dabei. Und haben eine sehr breite Ausbildung, die auch einen praktischen Teil hat. Also nicht nur Theorie, sondern auch viel Praxis. Wir wollen viel Praxis in der Ausbildung machen. Wir haben halt den Vorteil, wir haben eine Ausbildungswerkstatt. Da werden halt die Azubis wirklich sehr geschult, von den Ausbildern ausgebildet. Das heißt, auf 10 Auszubildende kommt ein Ausbilder. Also halt wirklich irgendwie Fragen an hat, was man nicht verstanden hat, dann kann man die Ausbilder immer fragen. Ich hatte einen direkten Ansprechpartner in der Ausbildung. Auch technisch gesehen konnte ich den alles fragen. Gerne auch privat, wenn man mal Probleme hatte. Man hat immer jemanden, der einem durch die Ausbildung hilft. Ich kann mit meiner Ausbildung, ich als kleines Zahnrad, etwas Großes bewegen. Ich kann an der Energiewende direkt dran teilnehmen. Bei uns in der Werkstatt haben wir halt den Elektroniker für Betriebstechnik, den IT-Systemelektroniker. Jetzt seit letztem Jahr haben wir jetzt auch die Anlagenmechaniker wieder dazu bekommen. Ansonsten Fachkräfte für Abwassertechnik, die werden aber im Feld ausgebildet. Hauswirtschafterin, Laborantin. Wir haben neben den technischen Berufen natürlich auch kaufmännische Ausbildungsberufe, also Industriekaufmann, Kauffrau oder auch Kaufleute im Einzelhandel. Also zahlreiche Industrie- und Ausbildungsberufe, die es bei EWE gibt. Die Woche beginnt einmal damit, sich über den Konzern erstmal zu informieren, weil es für uns sehr wichtig ist, dass wir über alles Bescheid wissen, was im Konzern so los ist, was passiert ist die Woche über. Beim Industriekaufmann leben wir so ein bisschen von den Erfahrungen, von den verschiedenen Abteilungen, von dem Wandern innerhalb des Konzerns. Da sind eben zum Beispiel Einblicke bei der Gasspeicher, Einblicke bei der EWE Wasser. Es sind da dementsprechend auch ganz unterschiedliche Aufgabenbereiche. Ich bin hier oder war jetzt Personalservice eingesetzt. Wir hatten in der BBS auch den Personalbereich gerade gelernt, wie man Abrechnung macht und eine Woche später, was ein Zufall wirklich, dass man eingesetzt ist. Wir sind ja in ganz vielen Abteilungen eingesetzt. Ja. Direkt eine Abrechnung mitgemacht und da konnte ich gleich mit dem Wissen aus der Berufsschule glänzen. Also ich mache meine Ausbildung ja hauptsächlich in der Ausbildungswerkstatt in Oldenburg. Ja, also wir versuchen natürlich in so einer Ausbildungswerkstatt den Grundstein zu legen. Das heißt besonders im ersten Ausbildungsjahr natürlich also das Material und das Werkzeug kennenlernen, den Umgang mit dem Werkzeug. Darauf hinaus versuchen wir das oder darüber hinaus versuchen wir das natürlich mit realen Projekten versehen, die dann auch draußen im Netz eingebaut werden. Dann haben wir Schaltschränke gebaut für Umspannwerke von großen Windkraftanlagen. Direkt verbaut, nachdem wir sie fertiggestellt haben, wurde hintransportiert und auch direkt eingesetzt. Für einen Anfänger, sag ich mal, erstmal natürlich schwierig, da vielleicht ein bisschen reinzukommen. Aber man ist in der Schule da relativ gut betreut und gerade bei EWE hat man eben auch die Möglichkeit, sich da irgendwie Hilfe zu holen. Wenn es mal nicht läuft, dann in Oldenburg kann man Kurse belegen. Also das Rundumpaket, dass man da irgendwie mitkommt, ist einfach gegeben. Also für alle, die von weiter weg kommen, also die vielleicht nicht gerade in Oldenburg wohnen, die in Kloppenburg, wie ich, wohnen, in Leer, vielleicht aber auch im Raum Brandenburg wohnen, gibt es die Möglichkeit für uns Auszubildende im Energiecampus zu wohnen. Was 90 Azubis auf einen Haufen. Zimmer immer zu zweit, man kann sich aussuchen mit wem, wenn es nicht passt, kann man auch wechseln. Es bilden sich immer so kleine Grüppchen und dann Lerngruppen oder zusammen Sport machen. Wir haben verschiedene Angebote zum Sport machen. Freizeitangebote. Mit den ganzen Leuten, die da wohnen, das ist ganz gute Stimmung und die Atmosphäre da, ich kann das auch nur jedem empfehlen. Der ist direkt auf meinem Arbeitsgelände. Ich hatte einen Fußweg morgens von 5 Minuten. War sehr angenehm, wenn man dann aus dem Bett fällt und eben rüber geht. Frühstück ist inklusive, genauso wie Mittagessen und Abendbrot. Man hat da ein Buffet. Unfassbar. Ja, es ist echt nicht schlecht, muss ich sagen. Und es gibt auch in der Woche verteilt Tag für Tag Kochgruppen. Ah, cool. Da kann man sich anmelden, kann man da kochen. Ja, zusätzlich haben wir dann auch noch pädagogische Mitarbeiter, die unterstützen uns dann so ein bisschen zusätzlich zur Ausbildung. Und, ja, also eigentlich ist das ein komplettes Angebot, dass man sich gar nicht mehr groß drum kümmern muss, wie komme ich in Oldenburg klar.
Also den Alltag natürlich gehen wir erstmal arbeiten, das ist ja vollkommen klar. Sehr gut. Das ist natürlich logisch. Aber sobald wir Feierabend haben, treffen wir uns da mit den anderen Auszubildenden zusammen und machen ganz verschiedene Dinge. Entweder gehen wir mal abends zusammen Fußball spielen oder vielleicht steht mal Volleyball an. Bei gutem Wetter machen wir das auch draußen, also es macht richtig Spaß. Ja. Oder wir treffen uns einfach nur zusammen und chillen ein bisschen. Wir gehen Kart fahren, klettern, Bowling, also Woche ist komplett durchgeplant. Also wir haben einen Top-Tarifvertrag. Dieser Beitrag wurde nicht gesponsert und auch nicht bezahlt. Es ist aber ein Top-Tarif. Was natürlich auch nicht zu verachten ist, wir haben 30 Urlaubstage für alle Auszubildenden und alle Mitarbeiter. Das ist deutlich mehr, als das Gesetz vorschreibt. Das und stimmt. 14 Gehälter ist, glaube ich, auch ganz schön. So. Die Ausbildung ist normalerweise dreieinhalb Jahre. Dreieinhalb Jahre. Davon, ob es technisch oder technisch-gewerblich beziehungsweise kaufmännisch ist. Wenn man dann Abitur und auch gute Leistungen in Betrieb und Schule leistet, dann kann man auch die Ausbildung verkürzen, ein halbes Jahr, Jahr oder ja, ein Jahr. Ja, verstehe. Also wir haben eigentlich im Prinzip für alle Arten von Schulabschluss passende Ausbildungsberufe. Das heißt also Sekundarabschluss 1, Hauptschulabschluss, gibt es Ausbildungsberufe, Sekundarabschluss 2 oder natürlich auch für die Abiturienten. Ja. Entweder beispielsweise eine kaufmännische Ausbildung, die wird gerne genommen, der Industriekaufmann ist bei Abiturienten sehr, sehr beliebt. Ja. Oder natürlich auch die Möglichkeit des dualen Studiums. Bewerben kann man sich bei uns online über unseren Internetauftritt ewe.com. Und dann die Karriereseiten, die ganzen Berufe dargestellt. Da kann man also schauen, welche Berufe wir anbieten. Und über diese Berufsinformationen kann man dann zur Online-Bewerbung kommen. Und dann ist das so der klassische Gang, dass man sich einfach mit einem Bewerbungsschreiben und dem Lebenslauf und dann ein paar Zeugnisse, die man noch dann hochladen kann, dann hat man sich damit auch schon beworben. Eigentlich ist es so, dass wenn das neue erste Ausbildungsjahr anfängt bei uns, dann fängt eigentlich schon direkt wieder die Bewerbungszeit fürs nächste Jahr an. Also Einsendeschluss ist dann, wenn die ganzen Plätze belegt sind. Man fängt im September an, sich zu bewerben, online zu bewerben in der Zwischenzeit. Ja. So, und da sieht man dann, welche Berufsbilder da sind, worauf man sich bewerben kann, wie die Stellen da zur Verfügung stehen. Und dementsprechend läuft das dann. Also ich habe angefangen mit einer Online-Bewerbung. Das ging auch ganz schnell. Dann wurde ich zum Test eingeladen. Da sitzt man dann mit circa 30 anderen, die ja in derselben Situation sind wie einer selbst. Deswegen geht das eigentlich von der Anspannung her. Da sind auch alle ganz nett. Das findet auf dem Energiecampus statt. Da kriegt man schon so einen kleinen Einblick. Später ging es dann weiter mit dem Bewerbungsgespräch, ungefähr 2 Wochen später. Das war auch ganz locker Fragen gestellt. Man braucht sich da auch keine Sorgen machen, alle sind nett und höflich und das Gespräch ist auch ganz entspannt. Was wir eigentlich immer mitgeben, ist, dass man sich eigentlich natürlich gibt, wie man sonst auch ist. Weil verstellen sollte man sich nicht, irgendwann kommt sowieso zum Tageslicht, wie man ist. Insofern einfach geben, wie man ist. Und dann klappt das eigentlich am besten. Ja, und schließlich kam dann nach kurzer Zeit schon die Zusage, ungefähr einen Tag nach meinem Geburtstag. Super. Das war also ein verspätetes Geburtstagsgeschenk. Ja, perfektes Timing. Ja, das hat ganz gut gepasst. Ihr wollt mehr rund um das Thema Ausbildung und Studium bei EWE erfahren oder euch auch schon direkt auf eine Stelle bewerben? Sehr schön, dann folgt dem Link in der Infokarte. Ich drücke euch auf jeden Fall die Daumen und hoffe, dass wir uns bald im EWE-Team sehen. Bis dahin, euer Younes.